Es geht überhaupt nicht darum, jetzt eine neue Debatte aufzumachen in Bezug auf das Rentenalter, womöglich eine Erhöhung des Rentenalters, ganz sicher nicht, sondern es ging dem Kanzler darum, deutlich zu machen, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass wir angesichts des dramatischen Mangels an Fach- und Arbeitskräften, den wir derzeit haben, und auch dem Übergang der Boomer-Generation in die Rente, auch älteren Beschäftigten Beschäftigungschancen ermöglichen müssen, denn vielfach ist es so, wenn diese Menschen dadurch, dass ein Unternehmen nicht mehr weitermacht, bekommen die keine Arbeit mehr, weil in unserer Arbeitswelt für die Beschäftigung Älterer nicht gut ausgerichtet ist. Und daran müssen wir etwas ändern, nicht nur für die aktuelle Situation, sondern auch für die Zukunft, damit eben auch alle eine gute Chance haben, das reguläre Rentenalter zu erhalten.